Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem Video auf meinem Kanal. Und bevor ich erstmal zum Thema komme, was wir glaube ich jetzt alle mitbekommen haben, geht es erstmal zum Hintergrund im Gameplay, weil das ist ein ganz, ganz altes PC-Gameplay von mir. Damals, vor 4 Jahren oder so, als ich PC-Spieler war, ein kleines Kiddy, ist ein ganz ansehnliches Gameplay, irgendwie ein 78 zu 4 oder so, keine Ahnung. Die meisten wissen es ja schon, dass KuchenTV und KS-Streaker eine Art Backstage-Beef hatten, weil KuchenTV mit einem anderen Kumpel auf die Bühne geflitzt ist, in Einhornkostüm, um einfach nur die Live-Performance zu stören und ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das fand KS-Streaker anscheinend ja nicht so lustig und hat direkt auch noch so eine Art Beleidigung rausgehauen, du Hurensohn, hatte live auf der Bühne gesagt, war allerdings meiner Meinung nach nicht so schlau, die Beleidigung rauszuhauen. Natürlich ist man da ein bisschen aggressiv, aber dadurch hat er nochmal sich und den ganzen Zuschauern verraten, dass er Playback singt, was bei diesen YouTube-Sängern ja nicht so eine große Überraschung ist. Dennoch trotzdem ganz lustig, dass das so aufgefallen ist. Fand ich eigentlich recht mega lustig, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Ja, kurz danach ist KuchenTV aber abgeführt worden und der Auftritt ging ganz normal weiter und die Zuschauer haben das jetzt irgendwie auch nicht alle mitbekommen, was natürlich auch selbstverständlich ist, weil ja, das sind die Fans von KS-Streak und die haben das irgendwie gar nicht realisiert, denke ich mal. Auf jeden Fall, später im Backstage-Bereich hat KuchenTV zumindest so in seinem Video geschildert, das muss ich auch nochmal kurz sagen. Alle Informationen von mir sind eigentlich vom KuchenTVs Video und ein paar anderen Videos, die ich so gesehen habe. Und ich sag's hier nochmal im Schnelldurchlauf, damit ihr euch nicht alle 10 Minuten geben müsst. Was im Backstage-Bereich dann passiert ist, ist, dass KuchenTV eigentlich ohne irgendwelchen Hintergedanken zu KS-Streak gegangen ist und dachte, KS-Streak kennt seinen Humor, weil er ihn ja auch ein Jahr lang abonniert hat. Doch KS-Streak fand das anscheinend nicht so lustig und hat KuchenTV und seinen Kumpel ein bisschen noch weiter Backstage rausgezogen, da wo keine Leute waren. Und ist dann sozusagen richtig aggressiv auf ihn losgegangen, hat seine Kamera geklaut und meinte, dass er ihn finden wird und zusammenschlagen wird, falls er irgendwie Videomaterial dazu online sieht. Demnach hat auch die Kamera von KuchenTV geklaut, ihm die aber wieder zurückgegeben, aber die Speicherkarte dann nochmal behalten. Und das sind so Sachen, die ich persönlich sehr unvorbildlich finde, weil ganz viele Leute zu KS-Streak hinausschauen und nicht nur, dass er ihn live auf der Bühne als Hurensohn bezeichnet, was ja schon recht heftig ist, sondern halt dann Backstage auch noch richtig auf ihn losgeht mit Anschuldigungen oder Drohungen. Und ich finde, da sollte man ganz, ganz vorsichtig sein, wenn man gerade auch so im Mittelpunkt der Gesellschaft steht. Ist meiner Meinung nach echt unvorbildlich. Dazu muss man aber auch sagen, dass KuchenTV genauso viel Schuld hat, weil einfach mal so einen Auftritt zu stürmen, ist meiner Meinung nach genauso unvorbildlich und genauso kindisch. Deswegen verstehe ich die beiden Reaktionen nicht, obwohl ich sagen kann, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, dass ich KS-Streak mehr verstehen könnte, weil ich meine, ja, natürlich wäre ich auch aggressiv, wenn jemand meinen Auftritt stürmt, keine Ahnung. Kann ich mir jetzt nicht ganz vorstellen, aber denke ich auf jeden Fall. Schreibt mir eure Kommentare, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und am Sonntag um 12 Uhr kommt das nächste Video, haut rein und ich wünsche euch einen schönen Tag. Wie oft habe ich das jetzt eigentlich gesagt? Peace.